Viel Pech für Rowe Racing. Aufgrund eines Reifenschadens musste der Flügeltürer von Jan Seifert, Nico Bastian und Thomas Jäger bereits nach knapp 2 Stunden das Rennen vorzeitig beenden. Das Schwesterfahrzeug mit Michael Zehe, Marco Hartung und Christian Hohenadel erreichte den 11. Gesamtrang. Da morgens noch starker Nebel herrschte, mussten Qualifying und Rennen um knappe 1,5 Stunden nach hinten verschoben werden. Die beiden Flügeltürer des Bubenheimer Rennteams starteten anschließend von den Plätzen 4 und 21 in das 4-stündige Rowe DMV 250-Meilen-Rennen. Nach einem frühen ersten Boxenstopp in Runde 3 waren es Startfahrer Jan Seifert und im Anschluss Nico Bastian, die eine beeindruckende Aufholjagd zeigten und sich nach 10 Runden wieder in die Top 5 vorkämpften. In Runde 11 musste Bastian nach einem Reifenschaden das Rennen allerdings vorzeitig beenden. Ich denke, das Wetter heute, die Kälte, wir haben einfach kein Material gehabt, was es uns ermöglicht hat, auch bei diesem Wetter die Zeiten zu fahren, die wir normalerweise fahren können. Die ersten Rennen und auch die letzten Rennen haben wir fast jedes Jahr solche Temperaturen. Und naja, wir haben es halt über den Sommer nicht geschafft, Material zu entwickeln, was es uns halt auch dann bei diesen Temperaturen möglich macht, um den Sieg mitzufahren. Ist natürlich auch schwer, wo willst du hinfahren, testen. Ich denke auch für das letzte Rennen gelten die gleichen Vorzeichen wie für dieses Rennen. Und wir werden auch in diesen 14 Tagen sicherlich nicht in der Lage sein, jetzt da nochmal mit was deutlich Besserem hier aufzuschlagen. Ich denke mal, wir wissen jetzt, was halbwegs funktioniert, aber die Zeiten, die Spitze heute gefahren ist, da konnten wir noch nicht mal ansatzweise mithalten.